Buenos dias, liebe Padeleros. Hier ist wieder euer Christian mit eurem Padello-Training. Heute fangen wir an, ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Deshalb unser heutiges Thema, das Bandenspiel. Das Spielfeld ist beim Padel rundherum von einer Bande umgeben. Insofern ist es logisch, dass die Bande natürlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Spiels ist. Meiner Meinung nach ist es sogar der elementarste Bestandteil des ganzen Spiels, insbesondere um seine Spielstärke zu verbessern und sein Leistungsniveau anzuheben. Im heutigen Video geht es erstmal um die Schläge, die wir ausführen nach der einfachen Bandenberührung, also wenn der Ball nur die hintere Bande berührt und nicht direkt die Doppelbande. Und hier müssen wir insbesondere uns erstmal darüber Gedanken machen, was ist überhaupt die größte Schwierigkeit bei diesen Schlägen. Und zwar, wir kennen es, glaube ich, alle von unseren Anfängen, insbesondere wenn wir irgendwie vom Tennis kommen. Der Ball passiert uns, geht an die hintere Bande. Wir bleiben hier vorne in unserer Ausgangsposition stehen. Der Ball kommt aber nicht weit genug wieder zurück, sodass wir am Ende den Ball irgendwie hinterm Körper schlagen müssen und irgendwie versuchen, ihn darüber zu schaufeln. Genau das ist der Knackpunkt und um den kümmern wir uns jetzt. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, müssen wir uns insbesondere Gedanken über unsere Bewegungsabläufe machen. Und zwar, kleine Hilfestellung, auch um das Ganze mal ein bisschen zu üben, kann man sich ganz gut einen Halbkreis aufmalen. Denn dieser Halbkreis symbolisiert immer, wie wir stehen müssen, wenn der Ball an die Bande geht. Denn ganz, ganz wichtig, der Ball muss immer im Treffpunkt vorm Körper sein. Das heißt, was ich eben gerade gesagt habe, dieses Schaufeln müssen wir uns abgewöhnen. Deshalb, wenn der Ball kommt und wir wissen, er geht gegen die Bande, gehen wir in einer seitlichen Stellung mit dem Ball zurück. Der Ball berührt die Bande und danach gehen wir auch wieder mit dem Ball nach vorne und schlagen ihn. So stellen wir erstens sicher, dass wir den Ball, den Treffpunkt immer vorm Körper haben und nicht hinterm Körper. Und außerdem können wir auch aus einer gewissen Bewegung schlagen. Das heißt, wir haben auch noch mal ein bisschen mehr Power. Über diesen absolut elementaren Bestandteil dieser Bewegungsabläufe gibt es noch vier weitere Dinge hinaus, die diese Schläge eben nochmal dann deutlich einfacher machen. Und zwar ist das sowohl bei der Vorhand als auch bei der Rückhand gleich. Und zwar, wir bewegen uns, ganz, ganz wichtig, auf diesem Halbkreis, was eben auch bedeutet, wir gehen nicht nur zurück, sondern wir gehen auch seitlich zurück. Das heißt, erster Step ist, wir drehen uns aus unserer offenen Position in diese geschlossene Position, gehen mit Side-Steps zurück und beginnen ganz, ganz früh die Ausholbewegung. Wir haben keine Zeit dafür, dass wir am Ende hier oben den Schläger haben und dann schnell einen Schlag ausführen, sondern wir bereiten ganz, ganz früh den Schlag vor. Also wir gehen zurück, zack, 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 bereiten uns tief vor. Im Treffpunkt haben wir dann einen festen Stand. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht zu viel in Bewegung sind im Treffpunkt, sondern fester Stand und dann kurzer Schwung nach vorne. Auch hier wieder nicht allzu lange ausschwingen, um die Kontrolle beizubehalten, sondern einfach zack nach vorne. Denn wir dürfen nicht vergessen, der Ball kommt von der Bande wieder. Das heißt, er hat sowieso schon die Kraftausübung nach vorne. Das heißt, wir müssen ihm nur einen kleinen Tick geben, ein bisschen supporten, dabei wieder übers Netz zu fliegen. Aber das reicht dann auch schon. Genau, darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Dinge, die wir beachten können, um uns noch diese Schläge ein bisschen leichter zu machen, um noch ein bisschen mehr Erfolg dabei zu haben. Und zwar zuallererst zur Schlagausführung selbst. Passt auf, dass ihr bei dem Schlag nach der Bande den Ball oder den Ball ein bisschen Slice gebt. Denn dadurch, dass ihr den Slice spielt, hebt ihr den Ball automatisch ein bisschen an. Man darf nämlich nicht vergessen, nach der Bandberührung ist der Ball meistens dabei, wieder zu sinken. Das heißt, wir müssen ihn ein bisschen anheben, um ihn dann wieder übers Netz zu spielen. Wenn wir dann Topspin spielen würden oder einen ganz geraden Ball, kann es häufig passieren, dass der Ball im Netz landet. Deshalb ein bisschen Slice in den Ball rein. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wir müssen gucken, vor allem dass bei der Rückhand passiert das häufig, dass wir diese seitliche Stellung beibehalten. Habe ich eben schon mal gesagt, aber es ist wirklich ganz, ganz elementar wichtig, dass wir im Schlag so stehen. Ganz, ganz häufig passiert es aber, weil wir den Ball angucken und dem Ball folgen wollen, dass wir den rechten Fuß ein bisschen zu weit rüber stellen. Ja? Klar können wir den Ball dann trotzdem noch spielen, aber wir blockieren uns mit unserem eigenen Körper. Das heißt, passt auf, dass ihr nicht den rechten Fuß bei der Rückhand zu weit rüber setzt, sondern immer diese seitliche Stellung beibehaltet. Dann sollte das alles laufen mit den Schlägen nach der Bande. Erstmal zu den Feinheiten des Bandenspiels. Darüber hinaus gibt es natürlich noch ein paar Sachen, die man immer wieder beachten kann. Dazu wird es auch noch weitere Videos geben, aber ich denke, mit diesen paar kleinen Schritten kann man schon sehr weit kommen auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Lust auf weitere Paddel-Videos habt, dann abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns hier bald wieder. Bis die Tage, ciao.